Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Also das ist Nirn? Es ist so anders. Ja, was stand da gerade, wo wir sind? Ist das nicht diese Insel in Hochinsel gewesen? Ich meine schon, hier kann man nicht rein. Nee. Ja, dann laufen wir einmal durch, würde ich sagen. Das geht schneller. Folgt mir einfach, ich weiß auch nicht, wo das geht. Wir sind Klingenträger, ihr Dagonisten-Narren. Befreit uns sofort. Sie wagen es, meine Kühe einzusperren, die wilde Clanbanne? Befreit Geil. Sie, Sterbliche. Ja, kein Thema. Ich stand im vollen Block, aber kein Thema. Basti, holst du mich denn mal hier raus? Bewegen kann ich mich auch nicht. Aber gute Aussicht von hier. Ja, das ist geil. Toller Bug. Habt ihr euch gut eingefallen lassen? Unsere Kühe. Ah, jetzt. Sie verfüttern sie an die Maschine unter der Zitadelle. Macht Meldung, Hadri. Was geschieht hier? Sie nennen es die feste Kummer. Valkynas Nokvors Schergen nahmen uns bei Jüns Gießerei gefangen und übergaben uns der erwachenden Flamme. Die brachte uns hierher. Sterbliche, ich begleite meine Kühen zurück zum Portal. Schreitet voran und befreit alle Klingenträger, denen ihr begegnet. Machen wir. Aber warum ist der jetzt schon da? Ich dachte, der muss sich erst noch mit Lyrant besprechen und der braucht noch so lange und so weiter. Aber die feste Kummer, bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine Hochinsel war. Der gefangene Klingenträger, den wir befreit haben, erwähnte, dass die Kultisten seine Clangeschwister an irgendein infernalisches Gerät unter der Feste verfüttern. Das muss der Kluftkataklyst sein. Schwester Seldina hat ihre Armee aus Verkörperungen womöglich schon. Wir sollten uns beeilen. Ja, schauen wir mal, ob sie die schon hat. Auf jeden Fall müssen wir die anderen jetzt hier noch befreien. Er ist hier irgendwo. Den Geschmack würde ich überall werden ihn noch finden. So, diesmal bitte nicht da reinhauen. Machen die bitte für einen Schaden? Machen doch sonst nicht so großen Schaden. So, jetzt aber. Vielleicht kann ich die ja von außen aufschließen. Wir lassen uns nicht an eure Maschine verfüttern. Diese Sterblichen sind Verbündete, Dotas. Sagt ihnen, was ihr über diesen Ort wisst. Klingenträger interessieren sich nicht für Sterbliche. Selbst jene in Elendsspitze dulden sie gerade eben. Doch wenn Roinkius es befiehlt, werde ich euch als Verbündete behandeln. Dieses Gerät, das man den Kataklysten nennt, ist eine Abscheulichkeit. So viel wissen wir schon. Erzählt mir, was mit euch geschehen ist, Dotas. Wir folgten der ersten Gruppe vermisster Klingenträger bis zur Gießerei von Kynandantin Jünd. Als Nokvors unsere Kühn den Sterblichen von der erwachenden Flamme übergab, folgten wir ihnen zum Gipfel des Anihilarchen. Dort nahmen uns die Blutadepten von Nokvors gefangen. Und sie haben euch hierher gebracht? Ja, gefesselt wie Orgrim, die auf die Knute des Folterknechts warten. Die sterbliche Anführerin, Schwester Seldina. Nokvors stand neben ihr wie ein abgerichteter Clanbann. Sie brachten unsere Kühen in die Zitadelle, zu ihrer Kataklystenmaschine. Sie benutzen unsere Essenz, um dieses grausige Ding anzutreiben. Was meint ihr damit, dass sie eure Essenz benutzten? Wir dachten, der Kataklyst verwandelt Dedra in Verkörperungen. Ich hörte Kultisten reden. Anscheinend verwendeten frühe Versionen des Kataklysten einen einzigen Dedra und verwandelten ihn in eine Art lebende Katastrophe. Doch diese Version, der Kluftkataklyst, er saugt vielen Dädra die Essenz aus und lässt nichts zurück. Und das ist schlimm? Sterbliche, ihr wisst nichts. Nee. Sie benutzen die gesammelten Essenzen, um eine einzige, mächtige Verkörperung zu erschaffen. Die Essenzen überwältigen den Empfänger, löschen ihn aus, bauen ihn um. Er wird zu einer geistlosen Kraft der Zerstörung. Die Aufgezehrten hingegen sterben. Ich dachte, Tremora können nicht sterben. Für gewöhnlich können wir das nicht.
Doch wenn uns die Essenz entzogen wurde, bleibt uns nichts, was ins Reich des Vergessens zurückkehren könnte. Nichts für die Neubildung. Ihr müsst eines wissen. Sie haben noch eine andere Bastion. Einen Ort namens Todlicht. Doch wenn ihr den Kluftkataklysten sucht, er ist in der Zitadelle der Feste. Sterbliche, geht zur Zitadelle. Ich folge euch, sobald meine Kühen sicher sind. Mach ich. Ich weiß, du wirst dann da sein, weil du bist immer da. mir kommt die Stimme so unheimlich bekannt vor von dem, also mit dem wir gerade gesprochen haben, mit D. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Gerade nicht mehr mit ihm gesprochen und schon habe ich den Namen vergessen. Schlimm. Thomas? Daraus? Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall kam mir die Stimme so unheimlich bekannt vor. Wenn ihr wisst, von welchem Charakter hier in T so diese Stimme ist, könnt ihr mir das gerne schreiben. Ist da noch einer, der sich hier... Hallo? Kannst du einfach mal sterben? Ich kann dich nämlich nicht anvisieren. Danke. So, mit dir können wir nochmal sprechen. Wir haben keine Ahnung, wie dicht Schwester Seldina davor steht, eine weitere Verkörperung oder womöglich sogar eine ganze Armee von ihnen zu erschaffen. Suchen wir den Kluftkataklysten und finden wir heraus, was hier vor sich geht. Okay, ich habe schon verstanden. Immer wenn wir mit dir reden, sagst du das Gleiche. Seltsame Gerüche hier. Irgendwie metallisch. Scharf. Es riecht nach... Macht. Vielleicht der Kataklysterin. Eigentlich hätte ich ja meine Kleidung auch entsprechend anpassen müssen für diese... da müssen wir geradeaus. Für diese ganze Dedra-Geschichte. Weil ich habe ja so schöne Klamotten von den Dedra. Die waren nebenbei bemerkt auch sehr teuer. Also könnte ich sie doch eigentlich mal tragen. Wir stehen nicht unter eurem Befehl, Nokvross. Ihr habt hier nichts zu sagen. Schwester Seldina und Nokvross. Alter. Kann man hier wieder nicht zuhören. Was ist denn mit euch eigentlich nicht in Ordnung, Leute? Ihr folgt mir doch sonst nicht so weit. Stirb doch einfach, wenn ich dich dreimal getroffen habe. Ja, keine Ahnung. Jetzt kann man mit denen auch wieder nicht mehr... Also, man kann denen nicht mehr zuhören. Das ist total nervig. Normalerweise ist es so, wenn man weit genug reingelaufen ist, folgen sie einem nicht. Eindringlinge, haltet sie! Ja, okay, ihr steht wieder im Weg rum. Och, wer ist das denn jetzt schon wieder gewesen? Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Du warst eben noch nicht da. Von euren Forderungen und eurem Gebaren. Das sieht ja mal eklig aus. Ich gehe, Seldina. Ich bin fertig mit euch. Gut. Fürst Dagon wird meine Ergebenheit belohnen. Ihr werdet sehen. Eindringlinge? Gut. Ihr werdet der Macht meiner jüngsten Verkörperung zum Opfer fallen. Vernichte sie, meine wunderschöne Schöpfung. Ich wollte gerade sagen, ich kann noch nicht angreifen. Die Verkörperung zieht Macht aus dem Kataklysten. Ich versuche, den Fluss aufzuhalten. Es muss einen Schalter oder so etwas geben. Yeah. Da! Sterbliche! Sucht Zuflucht unter meinen Schädeln! Sinnloser Mut! Wer steckt hinter dieser Maske? Dein Ernst jetzt? Ich kann hier nirgendwo hin ausweichen? Und der ist natürlich wieder weg, war ja klar. Sollte ich hier runtergehen, hat er das gesagt? Aber er kommt sowieso nicht nach hier wegen dem Basti. Achso. Oh, das ist nervig. Mach doch einfach mal, was du sagst, statt dumm daneben zu stehen, Mädel. Ich glaube, wir sollten dann runterkommen. Ja, ja, genau. Wir sollten dann da drunter kommen, wenn das mit diesen Ausbreiten ist. Das habe ich aber eben gar nicht gesehen. Ja, du überlegst dir ja sowieso nichts. Du kriegst es ja nicht hin. Du stehst daneben und guckst nur drum rum.
Das ist unmöglich! Muss ich mir hier wieder was überlegen? Sterbliche, mein Schild. Das war sie gar nicht. War ja gar nicht. Scheiße. Basti, komm hier ran. Geh mir nicht auf den Nerven. Was stehst du denn hier? Ich bin mit dem Großen beschäftigt. Achso, der ist wieder. Oh. Heil ihn doch mal. Sterbliche. Ja, ich bin da, ich bin da. Ist der wieder weg? Basti, tu doch mal was für dein Geld hier. Das reicht! Ich glaube, ich kann den Kern entkoppeln! Ich töte euch für diesen Frevel! Rasch, meine Freundin! Zerstört den Kern! Aua! Wie denn? Der ist mir auf die Füße gefallen! So, jetzt. Aber so richtig viel Zeit zum Untersuchen hatte ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie lange Lyrans Portal noch offen bleibt. Schnell! Es brauchte eine Weile, aber ich machte endlich euren Standort aus und öffnete dieses Portal. Kommt, Sterbliche, erzählt mir alles, was geschehen ist. Nachdem die Klingenträger aufgetaucht waren und mir von der Feste Kummer erzählt hatten, brauchte ich nur kurz, um euren genauen Aufenthaltsort ausfindig zu machen und ein Portal zu öffnen. Dies hier wirkte wie ein recht sicherer Ort, um sich neu zu gruppieren. Nun sagt mir, was vorgefallen ist. Habt ihr den Kluftkataklysten gefunden? Wir mussten den Kluftkataklysten zerstören, um die Sturmverkörperung von Schwester Seldina aufzuhalten. Ihr musstet... Bevor ich ihn untersuchen konnte? Habt ihr das Gerät wenigstens näher in Augenschein genommen? Oder irgendwelche Bauteile mit zurückgebracht, die ich untersuchen kann? Wir waren ein wenig damit beschäftigt, um unser Leben zu kämpfen. Und obwohl Valkynas, Novrotz als auch Schwester Seldina entkommen sind. Dann haben wir nichts? Nichts, was ich untersuchen kann und niemanden zum Verhören? Ich bin enttäuscht, Sterbliche. Jetzt muss ich wieder von vorn beginnen. Nicht notwendigerweise. Klingenträger Dotas sagte, sie hätten eine weitere Bastion, einen Ort namens Todlicht. Todlicht? Der Name ist mir vertraut. Ein verlorenes Reich irgendwo im Vergessen. Wir müssen nach Ferngrab zurückkehren, Erkundigungen anstellen, diesen verborgenen Ort ausfindig machen. Trefft mich bei Madame Caprice, kleine Sterbliche. Vielleicht liefern meine Ermittlungen doch noch Ergebnisse. Ich treffe euch in Ferngrab, im Haus Caprice. Ja, was sagst du dazu? Ich weiß nicht, was Lyrant sich durch den Kataklysten zu lernen erhoffte. Doch ich konnte die Hitze ihres Zorns bis hierher spüren. Hallo? Dieses Todlicht ist ebenfalls ein Mysterium. Doch meine Klingenträger werden die Totenländer auseinandernehmen, bis sie Schwester Seldina finden. Darauf habt ihr mein Wort. Ja, geile Animation. Ich rede jetzt mit einem Tisch oder mit dem Stapel Bücher. Wer weiß. Das ist ja nett. Wo ist denn jetzt die eine? Kann ich mit der noch sprechen? Nee, die ist jetzt einfach schon mitgegangen, oder wie? Ah, nee, hier. Hä? Die war doch gerade noch... Oh, Scheiß, die war doch gerade nicht da. Zurück nach Ferngrab? Gut. Ich könnte einen vertrauten Ort gebrauchen. Ich treffe euch bei Madame Caprice. Ja, ich hatte vergessen, dass jedes Mal, wenn ich mit ihr spreche, eigentlich nichts dabei rumkommt. Na gut, dann werde ich mich jetzt aufmachen und wir sehen uns dann gleich bei Madame Caprice wieder, wenn ich denn in die richtige Richtung halte. Bis gleich. So, sprecht mit Lyrant. Die ist oben. Herren, zeigt Lyrant den verdrehten Stab. Er ist wichtig, da bin ich mir sicher. Ach, da ist sie. Ich wollte gerade sagen. Ich ging davon aus, dass wir hier in Ferngrab Antworten finden.
Irgendeine Möglichkeit, um die Gelegenheit wettzumachen, die mir in der Feste Kummer nicht vergönnt war. Aber nein. Sogar Madame Caprice scheint keine Ahnung zu haben, wo Todlicht liegt. Ich dachte, ihr sagt das was. Vielleicht wird das helfen. Wir haben diesen verdrehten Stab in einer Höhle am Gipfel des Amilarchen gefunden. Lasst mich mal sehen. Er birgt eine Art schlummernde Verzauberung. Sie fühlt sich unangenehm an. Und die Magie, sie riecht irgendwie nach Dätratte. Ich werde den Stab verwahren und untersuchen, sobald es die Zeit erlaubt. Leider glaube ich nicht, dass er etwas mit Schwester Seldina zu tun hat. Wie finden wir denn nun dieses versteckte Reich namens Todlicht? Ich bin mir noch nicht sicher, doch die Antwort wird bald klar werden. Ich hätte nicht wütend sein sollen, kleine Sterbliche. Ihr habt mir sehr geholfen. Und durch die Vernichtung des Kluftkataklysten habt ihr sicherlich auch Ferngrab und Nirn geholfen. Nehmt dies als Vergütung. Wir erhalten ein einhändiges Schwert in Verteidigend vom Set Griffblick und einen Fertigkeitspunkt. Die Geheimnisse, nach denen ich trachte, hütet Schwester Seldina. Sie hat nach wie vor die nötigen Mittel, um mehr Kataklysten zu erschaffen. Die Gefahr für Ferngrab und Nirn bleibt also bestehen. Wir müssen herausfinden, wo Todlicht und diese verborgene Festung liegen, von der die Klingenträger gehört hatten. Habt ihr irgendeine Ahnung, wie wir die Lage von Todlicht in Erfahrung bringen können? Alles, was ich über Todlicht weiß, sind Gerüchte und Mutmaßungen. Es ist eine Ebene, die in uralten Zeiten einen großen Kataklysmus durchlebt hat. Ein Reich, das von der Zeit vergessen und verloren wurde. Ich hatte gehofft, Madame Caprice könnte mehr wissen, doch sie behauptet, der Ort wäre ein Mysterium. Rynkus hat seine Klingenträger entsandt, um die Totenländer nach Schwester Seldina zu durchkämmen. Interessant. Die Spieler des Klingenträger-Clans sind durchaus fähig. Vielleicht können sie eine Spur aufnehmen, wo wir bisher nichts gefunden haben. Sehr gut. Sucht Rynkus und fragt nach, was er erfahren hat. In der Zwischenzeit stelle ich meine eigenen Nachforschungen an. Ich werde mit Rynkus darüber reden, wie man Todlicht und die Festung des Kults findet. Ich bat Rynkus, uns hier in Ferngrab zu treffen. Ihr solltet ihn auf dem Platz der Portale finden. Fragt, ob seine Speer etwas Nützliches in Erfahrung gebracht haben oder ob er eure Unterstützung braucht. In der Zwischenzeit habe ich mich um meine eigenen Nachforschungen zu kümmern. Könnt ihr mir mehr über eure Ermittlungen sagen? Viel von dem, was ich studiere, übersteigt das Vorstellungsvermögen von Sterblichen. Doch ich schätze, ihr habt euch einen Einblick in mein großes Ziel verdient. Ich habe vor, den verdrehten Stab zu untersuchen, den ihr mir gegeben habt. Ich möchte auch die Anachoretin bezüglich der Ereignisse an der Feste Kummer befragen. An der Feste Kummer schienen sich Schwester Seldina und Valkynas Novros zerstritten zu haben. Habt ihr das nicht kommen sehen? Ich bin überrascht, dass sie so lange verbündet geblieben sind. Valkynas Nokvros hat es offensichtlich gehasst, eine Sterbliche unterstützen zu müssen. Wohingegen Schwester Seldina es verabscheute, unter dätrischer Aufsicht zu stehen. Heißt das, dass wir uns keine Sorgen mehr über Valkynas Nokvros machen müssen? Sicher nicht. Nokvros arbeitete daran, herauszufinden, wie er einen eigenen Kataklysten erschaffen kann. Ihr erinnert euch? Doch wir sollten zuschlagen, solange die erwachende Flamme noch durcheinander ist. Sucht ihre versteckte Feste, erfahrt, was nötig ist und tut dann, was zu tun ist. Ihr meint, dass der verdrehte Stab wichtig sein könnte? Wie auch immer die jetzt darauf gekommen ist? Jedes Werkzeug findet seinen Zweck in den richtigen Händen. Ich spüre schlummernde Magie in dem Stab und etwas von dieser Energie erinnert mich an eure Dätratte. Arox meint, dass der Stab wichtig ist. Ach, das tut er? Interessant. Wir haben schon gesehen, dass die Sinne der Dätratte äußerst fein sind. Vielleicht steckt mehr in dem Stab, als ich anfänglich vermutet hatte. Ich werde ihn untersuchen und versuchen, etwas herauszufinden. Ich vermute mal, aber es ist wirklich nur eine Vermutung, weil wie gesagt, ich habe es nur einmal gespielt, das ist schon irre lange her. Ich vermute mal, dass der Stab vielleicht
ihn verwandelt hat und dann dementsprechend auch vielleicht ihn wieder zurückverwandeln könnte. Allerdings dagegen, also entgegen dieser Vermutung steht natürlich, dass wir ihn da gefunden haben, ne, an einem ganz anderen Ort, was eigentlich gar nichts mit Arux zu tun hatte. Was wollt ihr die Anachoretin fragen? Sowohl Rynkios als auch die Anachoretin haben berichtet, wie sie die Macht des Kataklysten störte, was euch die Gelegenheit verschaffte, die Verkörperung zu besiegen und die Maschine zu vernichten. Sie behauptet nicht zu wissen, wie sie das bewerkstelligt hat. Vielleicht kann ich ihr helfen, es zu verstehen. Ihr werdet ihr nicht wehtun, oder? Ich will nur ihre Geschichte hören, ihr Fragen stellen. Sie hat angedeutet, dass die Maske ihr ein gewisses Unwohlsein bereitet, wenn sie versucht, auf ihre vergessenen Erinnerungen zuzugreifen. Doch ich persönlich werde ihr kein Leid zufügen. Vertraut ihr mir nicht, Sterbliche? Sie ist berechenbar, indem sie eigentlich unberechenbar ist. Aber ich denke schon, dass sie zumindest uns gegenüber eine gewisse Sympathie empfindet. Das hat sie ja auch, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Aber sie will natürlich auch ihre eigenen Ziele. Ja, ich höre hier einen Esel und dann denke ich an eine Ziege. Ziele verfolgen und das ist dann natürlich so eine Sache, ne, mit der Loyalität. Moment, wo war die jetzt gerade? Halt, stopp. War die da drin? Moment. Ich glaube, die ist noch hier oben. Ach, da ist sie doch. Entschuldigt, ich habe nur nachgedacht. Seit unserer Rückkehr aus der Feste Kummer habe ich merkwürdige Visionen. Noch mehr vergessene Erinnerungen, die an die Oberfläche aufsteigen. Wenigstens hoffe ich, dass es das war. Manche Sterbliche, die zu lange in Ferngrab verweilen, verlieren den Verstand. Wollt ihr über diese neuen Erinnerungen sprechen? Schon zweimal hat nun etwas die Rückkehr einer Erinnerung ausgelöst. Das erste Mal, als der Sammler meine Maske untersuchte. Und dann, als ich den Kataklysten störte. Doch ich sehe nur Fragmente. Nichts Klares oder Genaues. Witzigerweise denke ich, dass das Amulett etwas damit zu tun hatte. Das Amulett, das der alte Seher Elegian euch gab? Ja, was auch immer ich mit dem Kataklysten angestellt habe. Und ich war es, da bin ich mir sicher, selbst wenn ich es nicht verstehe. Hat auch das Amulett aufgeladen. So wie Luminit, wenn man es auf eine Dynamusquelle legt. Nur, dass diese Energie meine Erinnerungen hervorruft. Könnt ihr mir erzählen, woran ihr euch erinnert? Wie ich schon sagte, Bruchstücke von Klarheit in einem Nebel vergessener Momente. Ich spüre Einsamkeit. Ich sehe einen dunklen, geschlossenen Ort. Ein Aufblitzen von blendendem Licht. Nichts allzu Nützliches oder Bestimmtes, fürchte ich. Vielleicht kann Lyrant mir helfen, den Sinn daran zu erkennen. Ja, das wollen wir auf jeden Fall hoffen. Ja, und damit die Folge nicht zu lange dauert und da das wahrscheinlich jetzt auch thematisch ein bisschen wieder ein neues Kapitel ist, Kapitel in Anführungszeichen, werden wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dann werden wir uns in der nächsten Folge am Ort der Portale oder wie das hieß, wiedersehen, wo wir dann mit dem Bekannten von Lyrant sprechen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.